So, hallo, wir machen weiter bei Portal Reloaded. Letztes Mal haben wir noch nicht viel vom Spiel gesehen, uns nochmal so ein bisschen umgeguckt. Hatten am Anfang ein paar kleine technische Startschwierigkeiten, weil meine Firewall nicht wollte, wie ich. Also sie wollte und ich wollte eigentlich, dass sie gar nicht will, aber gut. jetzt jedenfalls, wir sind in, glaube ich, im Rätsel 4 stehen geblieben. Und dann habe ich erstmal gesagt, ich gucke erstmal jetzt die Aufnahmen. Ja, genau. Richtig. Hier sind wir stehen geblieben. Perfekt. Safe funktioniert. Wir machen einfach nahtlos weiter. Wir haben noch keine Portal Gun. Alles, was wir im Moment haben, sind so Ausprobierräume, um zu verstehen, wie diese Zeitportale funktionieren. So. Also. Wir wollen vermutlich... Ah, wenn ich da drauf gehe, fährt es runter. Ich verstehe jetzt schon, was ich verstehe jetzt schon, was ich tun soll. Ich verstehe jetzt schon, was ich tun soll. Das Ding ist, wenn ich den hier drauf stelle, fährt es ja runter, ne? So. Würde jetzt irgendwas mit dem Würfel passieren, dass der aus irgendeinem Grund wieder verschwindet, würde ich hier hochfahren. Das gleiche hier natürlich auch. Ne? Hier könnte ich das genauso machen. So. Tun wir uns hier mal den Würfel. Jetzt ist er da drüben natürlich kaputt gegangen. Ne? Ist klar. Denn hier drüben kann ich das nicht machen. Was ich aber tun kann, ist, ich kann den hier aus der Zukunft in die Gegenwart mitnehmen. Den hier draufsetzen. Ah, ich hätte wahrscheinlich den vorher positionieren müssen. Ja, okay. Jetzt komme ich an den nicht ran. Weil jetzt, wenn ich den jetzt nämlich mit dem was mache, wenn ich den jetzt bewege, wenn der hier liegen würde und ich würde den bewegen, würde der wieder verschwinden. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und den nehme, dann verschwindet der natürlich vorher. Also ich muss mir den hier bereitlegen. Alles klar. Komm mit. So, wir legen den hier drauf. Wir gehen hier rüber. Wir nehmen den Würfel mit. So funktioniert's. Ja, ist schon cool. Ist schon cool. Ich bin gespannt, wie lange das Ganze... If you change the destiny of an object in the present, the future version of that object will be affected as well. If this sounds too complicated, you're in luck. The next chamber will only heavily rely on your understanding of this very basic concept. Ja, es passt. Ich weiß natürlich nicht, wie lang das Spiel ist, ne? Ich schätze nicht, dass es brutal lang sein wird. So, seht ihr auch diese weißen Flacker hier manchmal? Also solange nicht wieder meine... Achso, ich mach mal ganz kurz hier, Sekunde. Im Hintergrund was runter. Nicht, dass das gerade durchflackert und nur ich das sehe und ihr seht es gar nicht. Und es ist irgendwie eine... Einfach nur ein Effekt, der nicht aufgenommen wird. Weil dann rede ich über Dinge und ihr seht die gar nicht. So, aber auch in diesem Raum bekommen wir scheinbar noch nicht die Portal Gun. Okay. 25 Räume. Gut, man weiß natürlich nicht, ob es nicht zwischendurch wieder dann woanders hingeht. Ja, auch hier gibt es noch nicht. Es gibt zwar hier scheinbar... Nee, Portale gibt es hier noch nicht. Egal, wir werden sehen. Also, das ist der gleiche Raum, nur in der Vergangenheit. Zukunft. Ah, das ist jetzt auch wieder interessant. Hier ist die so ein bisschen schief geraten und hier ist die gerade. Also hier komme ich nicht hoch, obviously. Drücken kann ich den Schalter also nur in der Zukunft. Dann gehen wir mal in die Zukunft, drücken den Schalter. Was macht der Schalter? Ah, der hat den Würfel hier gespawnt. So. Jetzt kann ich den hier natürlich nicht drücken. Was ich also tun kann, ich kann den Schalter aus der Zukunft in die Gegenwart mitnehmen. Das war möglich. Es war umgekehrt, war es nicht möglich.
Entschuldigung. Kann ich auch mal da drauf drücken und gucken, was passiert. Das macht dann hier so eine Treppe hoch. Und hier ist nochmal ein Schalter und der macht dann die Tür auf. Alles klar. So. Mensch, was... Stimme. Ah, ich weiß, was ich tun muss. Ich hab's verstanden. Mit dem komme ich jetzt hier hoch. Mit dem komme ich jetzt hier hoch. Kann den richtigen Würfel holen. Der macht einen Abflug. Jetzt habe ich aber praktisch zwei Würfel. Nicht ganz, aber praktisch. So, jetzt setze ich den hier drauf und hole mir den anderen hier und gehe damit in diese Zeit zurück. Setz den hier hoch. Und das war's. Ich frage mich so ein bisschen, ob es irgendwelche Secrets gibt, wenn man es zum Beispiel auf irgendeine Art und Weise vielleicht schafft, ich weiß nicht, ob es geht, ich denke eher nicht, auf irgendeine Art und Weise schafft, die anderen, in der anderen Zeit mal in so eine Tür zu gehen. Vielleicht ist es in irgendeinem Rätselraum mal möglich, in einer anderen Zeit dann die Tür zu betreten. Bisher wirkt es nicht so, aber wie gesagt, wissen tut man es natürlich nicht. Ah, jetzt? Oh, wait. Ach, der muss wieder runter. Dann muss der hier... Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich dachte, ich bin fertig. Ich habe es noch gar nicht realisiert. Oh. Kann ich von hier... Da, ja, wahrscheinlich kann ich das. Ich muss es mal kurz testen. Ist es hoch genug? So nicht. Ja, von hier kann ich einen Würfel holen. Okay, dann folgendes. Dieser hier, der muss auf den Schalter. Und der muss hier hin. Dann eben andersrum. Dann eben andersrum. So, der hier hin. Dann gehe ich damit hoch. Und dann geht die Treppe wieder kaputt. Denn der darf den hier sozusagen nicht drücken. Wenn der Schalter gedrückt wird, geht die Tür nicht auf. Und jetzt kann ich mir den holen. Und damit ist der weg. Und jetzt kann ich die Tür aufmachen. Good. By now, you hopefully understand the concept of cause and effect and how cubes behave in different timelines. Ja. Now, let's move on to something more interesting. Ja, gib mir die Portal Gun. Gib mir die Portal Gun. Ah, nächster Abschnitt. Okay, sehr schön. Hui. Ich bin sehr gespannt. And now, for the moment you've been waiting for, Aperture Science proudly presents... Die Portal Gun! Hoffentlich. Gib mir die Portal Gun. The Triple Portal Device. Yay! Go on, pick it up. This marvelous device will allow you to place three different portals. For now, however, to introduce you to the concept of portals in different timelines, the time portals will be placed for you. Nein, ich wollte es gerade auslösen. Ihr seid frech. Na gut. Aber wir haben wieder unsere Portale. Yes! Okay. Genug der Vorfreude. Also ich liebe Portal. Es ist einfach... Es ist... Mann.
Valve, mach Portal 3 jetzt. Go. Hui. Okay. Hier unten kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nochmal rein müssten. Achso, da ist auch so ein Ding. Interessant ist jetzt natürlich erstmal zu schauen, was in dieser Zeitlinie jetzt hier los ist. Ich könnte hier zum Beispiel jetzt an diesen Anfang zurück, ich wüsste aber nicht, ob ich dahin... Wir können ja mal gucken. Na, auch so Secret-technisch könnte ja immer irgendwo was sein. Ich weiß halt nicht, ob es hier Secrets gibt. Keine Ahnung. Okay. Das ist doch schon mal interessant. So. Ah, ich verstehe. Ich komme hier drüben schon mal nicht rein. Aber Portale, die ich in der Vergangenheit setze, also in der Gegenwart. A portal placed in the present will appear on the same surface in the future. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Na, jetzt ist das hier nämlich da drüben auch da. Und jetzt kann ich da einfach reinlaufen. Nice. Sehr interessant. So, und jetzt kann ich hier, welches muss ich da setzen? Lasst mich kurz nachdenken. A portal placed in the future will not override its existing location in the present. Das Portal ist in der Zukunft, okay, es wird nicht überschrieben. Ah, guck mal hier. Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Hui. Okay. Das war das hier. Good. Thinking in four dimensions means not only knowing where to place your portals, but also when. Hier sind so Portalwände. Sollte ich mir mehr... Ah, jetzt kann ich mich genauer angucken. Naja. Gleich kann ich mich genauer angucken. Oh, gucke mal. Tatsächlich ein richtiges Charaktermodell eingebaut. Ist das das gleiche Charaktermodell? Ich weiß aber gar nicht. Ne? Bei Portal hat man überhaupt nicht so wirklich jetzt einen Charakter im Sinne. Oh, guck mal, da oben kann man auch rein. Hui. Aber hier komme ich jetzt gar nicht mehr raus, oder was? Geht's hier einfach schon weiter? Jo, ich wollte hier gar nicht so schnell raus. Kann ich hier nochmal durchquatschen? Ist das offen? Hä, ich kann mich ducken, aber das war's dann. Ich kann nicht... Ach doch! Wenn ich W drücke, kann ich nicht crouchen. Ich kann nur seitlich crouchen. Komme ich da durch? Nein, okay. Ja, dann hoffe ich, dass da unten nichts weiter war. Aber da unten ist doch auch... Ich bin gerade leicht verwirrt. Aber gut, wir sind jetzt hier weitergegangen. Wir können es ja nachher nochmal laden und gucken, ob da noch was anderes war. Oh, please no. Ignore that. The decay of this facility over the past 20 years may have caused the destruction of some portal surfaces. Try to find a way around this. Alles klar. Ich kann immer noch nicht mein Zeitportal einsetzen. Aber es gibt dann Flächen, wo nur das Zeitportal funktioniert. Also man kann das Zeitportal dann nicht wild durch die Gegend schicken. Und es gibt dann Flächen, wo nur das Zeitportal ausgelöst wird. Okay. Da gibt's es. Okay, da drüben ist zum Beispiel auch so ein Zeitportal. Hab das gar nicht gesehen. Okay, jetzt wird dieses hier ausgelöst. Und das schickt mich jetzt natürlich hier in die Gegenwart. Und da ist wahrscheinlich... Doch, da ist auch das Wasser. Aber hier sind
die Grill-Dinger nicht an. Ja, genau. Also könnte ich hier den hier setzen und hier... I see. Ich könnte hier den hier setzen. Und hier dann den hier. Das kann ich tun. Jetzt kann ich hier das Zeitportal öffnen. Komm hier wieder in die Mitte zurück. Weiß gar nicht, ob ich das will. Würde fast eher mal sagen, ich will das nicht. Aber wir gehen mal in die Zeit hier. Wenn ich das drücke, geht es einfach wieder an, oder? Ja, okay, das bleibt so. Das passt. Muss kurz nachdenken, was ich jetzt will. Ich will im Endeffekt, will ich dann darüber. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Zeit. Gegenwart oder Zukunft. Ach so, ich kann doch jetzt... Kann ich jetzt hier schießen? Nee, das ist zu. Stimmt, da ist ja die Wand gewesen. Ja, da war ja die Wand. Ach, aber ich kann jetzt ja hier zurück und habe jetzt hier das Portal offen. Und kann jetzt wieder da in die Mitte. Kann mir... Hier jetzt welches Portal setzen? Das blaue. Kann jetzt wieder in die Zukunft. Dieses Portal bleibt ja. Ah, shit, da ist keine... Da ist kein... Kein Dings. Jetzt hat es keine Verbindung. Und jetzt wäre das aber sozusagen... Das ist noch da. Das ist noch da. Und das ist auch noch da. Ach so. Aber da ist keins mehr. Wie komme ich denn dann grundsätzlich überhaupt darüber? Wahrscheinlich will ich in der Zeit gar nicht darüber. Ich will wahrscheinlich in dieser Zeit gar nicht darüber. Ich kann wahrscheinlich nur in der Gegenwart hier rüberkommen. Dafür muss ich es aber schaffen. Da komme ich nicht ran. An die Fläche komme ich nicht ran. Ich komme an die Fläche ran. Jetzt ist das verbunden, weil ich jetzt ja hier ein blaues gesetzt habe in der Gegenwart. Das verbindet sich mit dem orangenen in der Zukunft. So. Dadurch kann ich hier rüber, dadurch kann ich dieses Zeitportal öffnen. So. Jetzt ist nur das Problem... Das orangene Portal in der Gegenwart, was an der Decke ist,
Das orangene Portal an der Gegenwart, was an der Decke ist, muss hier hin. Mit dem orangenen Portal in der Zukunft allerdings kann ich jetzt das hier öffnen. Kann jetzt hier wieder in die Gegenwart gehen. Und habe jetzt das orangene Portal immer noch da drüben und kann da jetzt durchlaufen. Yo. Jetzt habe ich hier nochmal das Zeitportal und kann hier durch. Nicely done. Take note. Das hat gedauert. Because time portals exist in exactly the same location in both timelines, they can only be placed on surfaces which are intact in both the present and the future. Ja, das war das Problem, dass ich das nicht setzen konnte als erstes. Aber das hat jetzt schon ein bisschen gedauert. Also wir sehen schon, es wird mit der Zeit hier noch ein bisschen spannender, was die Rätsel angeht. Okay. So. This next chamber will involve the concept of momentum-based traveling through portals. You go in fast, you come out fast. Simple enough. Ja. Und das noch mit Zeitkombination, das wird interessant. Das wird wirklich interessant. Ich werde hier mit Sicherheit in relativ wenig Räumen schon ziemlich strugglen. Das weiß ich jetzt schon. Okay, wir machen hier gleich mal das Zeitportal auf. Da ist bestimmt da oben... Ah, nee, da ist auch keine Wand. Ach so, aber jetzt kann... Ah, ja. Hui! Man muss es einfach lieben. Da ist auch nochmal ein Zeitportal. Hui! Ah ja. Das ist das, was zu langsam ist. Ich verstehe. Hier ist so eine Fläche. Ist in der Vergangenheit hier es möglich, Momentum aufzunehmen? Nein, auch nicht. Wo kann ich Momentum aufnehmen? Ah, wait. Wenn ich von weiter oben springe... Okay. Folgendes. Ich muss jetzt auf die Farbe gucken. Im Moment ist das Orangene hier... Ah, es ist gar keins mehr hier drin, weil ich durch den Grill bin. Ich muss jetzt erstmal hier das Portal aufmachen. Hui! Touching the material emancipation grills will cause any ordinary portal to fizzle. Time portals are not affected. Ja. If a portal closes in the present, it will also close in the future. So think about where and when to pass through them. Ja, 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 ja. Ich werde es versuchen, dran zu denken. So, jetzt sind wir in der Vergangenheit. Ach, Quatsch, in der Zukunft. Von hier aus hätte ich einen besseren Sprungmöglichkeit, ne? Wenn ich jetzt hier mein Portal setze, ändert es allerdings nichts an der Gegenwart. Andersrum allerdings... Wenn ich in der... Das war jetzt Quatsch, was ich mache. Wenn ich in der Gegenwart mein Portal hier setze, dann ist es auch in der Vergangenheit. So ist es. So. Und wenn ich jetzt... Ich probiere kurz was aus. Ich komme jetzt... Nee. So komme ich zwar wieder hier hin. Stabil. Auf F. Nochmal, so komme ich zwar wieder hier hin, aber ich schaffe es jetzt ja noch nicht, mit dem größeren Schwung
hier durchzukommen. Na, da müsste ich jetzt von da oben da reinspringen. Jetzt ist da das Zeitportal an. Vielleicht will ich das aber auch in der... Ich glaube, das will ich eher in der Vergangenheit, in der Zukunft machen. Ich glaube, da will ich eher in der... Stimmt, jetzt kann ich ja hier wieder den machen. Und jetzt ist da oben... Ah, hier ist aber auch ein Grill. Ja, stopp, aber der Grill beeinflusst ja nicht... Das müssen wir jetzt ausprobieren. Das hat er mir bestimmt zwar gesagt, aber das muss ich kurz ausprobieren. Jetzt ist hier das Portal offen, gell? Genau, hier ist das Portal offen. Das ist allerdings mein Orangenes. Wenn ich jetzt das Orangene hier versetze... Ja, das betrifft das. Das wollte ich eigentlich nicht. Das hier ist noch da. Jetzt sind sie alle weg. Machen wir hier wieder auf. Also ich setze hier das Portal aus der Zukunft. Ja! Und das bleibt noch da. Und das bleibt noch da. Ich hab's unbewusst geschafft. Outstanding. Now that you know all the essentials, how about shooting some time portals of your own? Ja, bin ich sehr dafür. Ich hab's unbewusst geschafft. Ich wollte ich gar nicht. Also ich wollte schon es schaffen, aber ich hatte jetzt gar nicht im Sinne, es zu schaffen. Sehr schön. Gut. Dann ist das, denke ich, ein ganz guter Abschluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann offensichtlich auch Portale schießen können. Zeitportale. Ich bin gespannt. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.